So. Dasselbe ist ja auch, ich würde ja auch gern wieder auf ein anderes Thema oder auf ein zweites Thema zurückzukommen. Ich würde ja auch gern mal wieder streamen. Nur da fehlt mir genauso die Zeit. Weil, wenn ich jetzt dann auch noch stream, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ja, stream, wenn du Zeit hast, aber wenn man da halt dann auch das regelmäßig machen will und vernünftig machen will, dann geht da auch genügend Zeit drauf. Sind wir wieder beim Problem Zeit. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, das ist jetzt eine Folge, die ist jetzt 2 Stunden lang bis jetzt, also oder zweimal 1 Stunde, kann man sehen, wie man will. Du bist der da hoch. Du bist der da hoch. Du bist der da. Ah, fast. Einmal in der Bottle bitte da lassen. 7 hoch. 10, 10, 10 hoch. 4, 6 irgendwas hoch. Wir rennen wieder vor. Hühner weg. So, das kommt weg. Das kommt weg. Das Blitzhuhn kann auch weg. Also wie gesagt, könnt ihr mir mal in die Kommentare, wie das bei euch ist, ob ihr Vorschläge habt, auf was man sich als erstes besinnt. Das war mal wieder intelligent. Der war natürlich noch nicht fertig, sondern ein anderes geploppt. Blitz ist jetzt auf jeden Fall einer derjenigen, die als nächstes fertig werden. Ja, die müssen ja auch fertig werden. Ich hoffe, dass das da hinten nicht nochmal ein Huhn ist, das wo dran hängt. Ich weiß auch, von euch werden jetzt bestimmt einige denken, ja, warum machst du es nicht oft? Nein. Da bin ich anders gestrickt. Wie gesagt, ich kenne, ich. Da gibt es ja auch immer zwei Philosophien. Merk gerade, wir kämmen jetzt jedes Thema ein bisschen durch. Wie gesagt, können da auch in die Kommentare schreiben, über welches Thema man länger philosophieren könnte. Es sind ja gerade, sehe ich gerade, es sind ja schon 10, 10, 10. Ja, dann können wir da uns mal da intensiver drum bemühen, darüber zu reden. Ja, aber wie gesagt, ich finde halt, wenn man was machen will mit Streams, dann ja, macht man es richtig. Das heißt also, für mich ist ein Stream von einer Stunde oder so ist für mich kein Stream, weil da hast du gerade mal mit dem Spiel angefangen oder mit irgendwas angefangen und schaffst nichts. Andere sagen dann, ja, lieber 1 Stunde als gar nicht. Klar. Das gibt es natürlich dann auch. So, ich hoffe, dass jetzt da das richtige Huhn rauskommt. War doch Blitz, ne? Ah, nee, ich brauche Snowball dazu. Ha! Das heißt, ich muss nochmal ein komplettes Huhn hochzüchten. Ich bin begeistert. Ihr merkt. Was Salzrot? Das ist doch auch so ein. Ja.
so ein Viech. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon rein habe. Doch, Basalz ist drin. Und das Zuchttun habe ich ja nicht rein, weil ich bin. Nee. Ich glaube, weil ich es nochmal brauche. Nee, brauche ich nicht. Weg. So, Enderium. Iridium. Ja, genau. Und dafür brauche ich das Blisshuhn. Ja. Und es geht fröhlich weiter. Danke. Danke, 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 da. Bliss. Hau rein. So, Enderium müsste ich jetzt... Nein, ich brauche immer noch Iridium. Das Iridium-Huhn fehlt mir noch, genau. So, Blitz. Snowball. Müsste dich durchhaben. So, Moonstone ist beim Hochlaufen. Kommt da nochmal ein Huhn raus? Ja, Demon Metal. Und ich schätze mal Demon, nein. Da bin ich dann auch durch. Dann lass laufen. Lass ploppen. So, das ist mir jetzt egal. Ich jage jetzt auch Zähnehühner weg. Der ist, den brauche ich nicht mehr. Elementum brauche ich nicht mehr. Ich brauche noch die zwei Hühner. Dann sind wir durch. Ist ja was, was man schaffen kann. Nee, aber wie gesagt, also was ich mich jetzt wirklich drauf konzentriere, ist, Tutorials jetzt vorzubereiten, dass man das mal durchgehen kann. Was ich halt beim Überlegen bin, ist, da könnt ihr mir, das könnt ihr mir auch noch in die Kommentare schreiben. Es gibt viel zu schreiben heute. Wie ihr gern sowas euch anschaut. Seid ihr sowas, es gibt ja da mehrere Philosophien drüber. Und zwar sagt ihr jetzt, okay, Magical Wood. Wir sind jetzt welche, die sagen, okay, ich schaue mir nur einzelne Gerätschaften an. Oder sagt ihr, ich schaue mir das lieber so weit wie möglich an. Okay, danke, danke, danke. Du da rein, du da rein. Magical Wood kann ich dann hier reinschmeißen. Moonstone auch. Und Moonstone ist... gehört zu den Erzen. Kommt also dahin. So. Ja, seid ihr jemand, die sagen, okay, zeig uns lieber die Maschinen oder zeig uns immer nur den nur an einen Bereich oder ja... Wie interessiert euch das? Wie schaut ihr sowas? Ne? Dass man dann das mal auch mit aufgreift. Also bei mir spuken zwei Sachen gerade rum. Vielleicht mache ich auch beides. Also ich sage, okay, ich mache ein großes, zum Beispiel Thermal, aktuellste Version oder 1.12er Version. Dann schaut man sich am besten dann noch die neueste Version damit an. Aber natürlich immer nur Release Candidate. Wenn es sowas gibt bei denen. Weil sonst macht man 10-mal ein Tutorial. Und ich habe halt leider keinen Kontakt zu denen, die es halt sagen, ey, du kannst es da ein Tutorial draus machen, weil wir sind mit der Version soweit fertig und glücklich. Ja, das gibt's halt leider nicht.
Da bin ich kein Direwolf 20 oder kein Mischief of Mice, die halt Kontakte schon mittlerweile zu der Modder-Szene haben. So, müsste das eigentlich als erstes fertig sein. Demon Metal ist eigentlich durch. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch den. Kann ich den auch jetzt erstmal in Ruhe lassen? Ich habe ihn schon wieder vorher rausgezogen. Ich sehe dieses Ausrufezeichen und mache den. So, gib mir das. Ja, nee, aber wie gesagt, dass man sagt, okay, ich mache jetzt Terminal und dann sagt man, okay, ich mache jetzt Bereiche, ich mache World Generation, dann, dass die Videos halt, ich finde, teilweise cool, wenn ein Video ewig lang ist, sehe eventuell dieses, aber halt auch dann irgendwas halt einem beibringt. Ich freue mich aber auch mittlerweile auf Videos, die wo ziemlich kurz sind. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, ich habe jetzt ein Video, Terminal Expansion, World Generation geht 8 Minuten. Und habe dann alles erklärt bekommen in der World Generation von A bis Z. Also das heißt, am Anfang, ich habe die ganze Information bekommen, was halt auch in der Welt spawnt. Und meiner Meinung nach, was halt auch dazu gehört, ist, was man in der Config dazu einstellen kann zur World Generation. Ja? Dann hast du die World Generation durch und sagst, okay, jetzt habe ich die World Generation, da drauf bauen wir auf und im nächsten Video geht es dann darum, dass man dann sagt, okay, was kann ich jetzt mit dem Material, was ich in der Welt gefunden habe, machen? Ja, dann kommt es halt drauf an, gibt da, worauf zielt der Mod oder zielt der Mod auf mehreres. Das heißt, ja, ich habe jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel bei Thermal gibt es ja einmal, wie gesagt, die Handsachen. Dann gibt es, wir können jetzt mal da reingehen. Ja, es gibt ja die Aspekte Transport, es gibt die Aspekte Maschinen, es gibt die Aspekte, Handsachen, da gibt es ja mehreres. Und dann kann man natürlich sagen, okay, ich gehe jetzt da drauf, ich kann jetzt zum Beispiel die ganzen Parts, Maschinenparts, die wusste dann aus den Erzen hier rauskriegst, schon mal durchgehen. Und in der nächsten Folge gehst dann auf Maschinen ein. Problem ist nur, du brauchst für einige Sachen Maschinen. Also entweder gehst du viel, so halb drauf ein. Und ich glaube, ich habe Glück gehabt. Ich habe 10, 10, 10 fertig, genau mit dem letzten Seed, dass ich nochmal eine 60 habe. Ja? Oder du gehst, sagst, okay, ich greife schon mal drauf vor. Oder man sagt, okay, das machen wir in der Maschine. Ich zeige euch nur in der nächsten oder in der übernächsten Folge, wie man an diese Sachen rankommt. Da gibt es halt ein sehr großes Portfolio, wo du halt sagst, okay, machst du so, machst du anders. Ja, und dann sagst du, okay, du bist jetzt dann mit dem Mod durch und dann gibt es halt so, ich sag mal, so Sachen, wo du sagst, okay, das ist jetzt dann, also ich sag mal, wenn man die Maschinen macht und das ist halt so, wenn man die Maschinen macht, dann ist das ein Video, das meiner Meinung nach auf jeden Fall, sag ich mal, 20, 30 Minuten lang geht, Minimum. Und ja, und dann sagt man sich, okay,
Iridium, juhu. Wir sind durch. Ich glaube, wir sind durch. Nein, wir können noch einen Mana-Infused Chicken machen mit dem hier. Ein Mana-Infused Chicken. Das ist dann wirklich jetzt dann das letzte Huhn, ne? Kommt. Doch egal. Wir reden, wir plaudern ja gerade so schön. Pendarium ist durch. Blitz ist durch und Blitz kommt. Bliss, nicht Blitz. Blitz hockt schon drin. Bliss hockt noch nicht drin. Ich schätze mal, meine Ender Chest wird platzen gerade. Weil wir haben ja dafür noch gar nichts. Ja, und wie gesagt, und dann kann man ja noch hingehen und sagen, okay, man hat jetzt nicht den Nerv, wenn man jetzt sagt, ich interessiere mich jetzt nur für einen Part. Zum Beispiel, ich möchte wissen, was kann der Fluid Transposer? Oder was kann der Igneous Extruder? Oder was kann der Extractor, der Arborel Extractor, weiß ich gar nicht, weil ich den nicht kenne. Ne? Und dann kann man ja nochmal da kleine Videos dazu machen, dass man sagt, okay, wie baut man die Maschine? Was kann die Maschine? Ende. Dass das ein Video ist von 2 Minuten, wo man sagt, okay, vor allem im deutschsprachigen Raum, das kommt ja noch dazu. Weil ich sage, im Englischen kenne ich mittlerweile einige, die es machen. Die gucke ich mir dann auch an. Und dann gibt es halt, und im Deutschen gibt es halt sowas leider nicht. Sage ich mir mal schade. Dann denke ich mir eigentlich, warum schade ist, kannst du machen. Aber ja, ne, also wie gesagt, die Philosophie können wir da mal drüber sprechen. Was ihr, oder schreiben, was ihr dazu sagt, was sagt ihr, ja, mach mal. Oder mach das, mach nur das, oder mach das. Oder ich will alles. Bin ich jetzt schon drauf gespannt, wer das als erstes geschrieben hat. So. Pick Iron. Draconium und Night Slime. Die fehlen mir ja auch noch. Also Draconium fehlt mir nicht mehr, soweit ich weiß. Aber Night Slime habe ich noch nicht. Vanillin. Genau, Draconium Chicken habe ich. Habe ich Vanille noch nicht gemacht? Bin ich so Banane? Ja, ganz toll. Wie es aussieht, nicht? Wie es aussieht, habe ich das ignoriert. Okay, sehr schön. Habe ich toll gemacht. Läuft gerade auf einen dritten Teil hinaus. Wenn ich da Stundenpass draus mache. Signalum? Das war nicht Signalum, das war... Das nervt mich jetzt, dass ich das nicht gemacht habe. Habe jetzt so schön gedacht, ich bin schon schön durch. Nö. Das heißt, ich brauche es Kobalthuhn. Und das Adithuhn. Das ist du.
So. Haut drauf. Danke. Danke, 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 danke. Und go. So, kommen die gleich wieder da rein. Sind die auch um. So. Bla 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 bla. So, was fehlt mir jetzt? Manylin? Mit Pick Iron zusammen wird es dann der Night Slime. Das heißt, ich muss jetzt dieses Huhn hochkriegen und dieses Huhn hochkriegen. Ja, hervorragend. So. Ja. Bin jetzt gespannt, was ich wieder, welches, das ich jetzt schon wieder vergessen habe. Hier mal wieder Hühner 7. Was mich auch noch, ha? Wenn wir schon drüber sind, über. Ich frage euch mal. Vielleicht kriege ich eine Antwort so ungefähr. Was interessiert euch eigentlich mehr? Interessieren euch leichte Packs? Interessieren euch mittelschwere Packs? Interessieren euch überhaupt Mod-Packs? Ich hoffe ja. Oder sagt ihr, nee, das ist mir... Also, ich mag's leicht. Oder ich mag's leicht und mittel. Oder ich mag's nur schwer. Weil alles andere ist keine Herausforderung. Sagt ihr, ihr möchtet ein Pack in 10 Tagen durchhaben, weil ihr möchtet noch was anderes machen. Da sind wir wieder bei dem Thema Zeit. Zieht sich ja heute überhaupt nicht durch die Folge. Wir haben, ich bin auf 31 Stunden runter mit dem Glas. Juhu! Ich glaube, ich habe 40 Stunden durch das Zeitglas durchgeballert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber ich habe ja gesagt, meinetwegen gehe ich auf 0 runter, ist mir egal. Hauptsache, die Hühner sind durch. Wie gesagt, das Breeden von den Mystical Agriculture und den Kühen, das zieht sich zwar dann auch hin, weil man ja sozusagen die Zeit braucht, um dass die Kühe groß werden. Aber das ist eine andere Herangehensweise dann. Bei den Hühnern ist es einfach, ja. Ich weiß, ich könnte jetzt die auch kreuzen. Also versuchen zu kreuzen. Nicht kreuzen, ich könnte es versuchen. Nur, ganz ehrlich, da habe ich das Huhn auf 10, 10, 10 hochgedroschen und miteinander sozusagen gekreuzt, bevor ich das richtige Huhn habe. Ihr habt das selber gesehen vorhin. Da habe ich 32 Seeds durchgeblasen und das Huhn, das was ich gebraucht habe, habe ich nicht bekommen. So. Iridium wird Mana. Achso, genau. Gold brauche ich noch. Oh, toll. So, für mich heißt es, dass wenn jetzt der Timer einmal nochmal ausgelaufen ist, wird er erstmal nicht beschleunigt. Weil ich dann erstmal wieder Hühner. Beseitigen muss. Das ist ja der Wahnsinn, was man da an Hühner-Ding hat. 2, 4, 6. Wir sind jetzt fast 7 Stacks voll.
glauben, ein Männchen kann sich bis zum Ende der kompletten Modpacks von Hühnchen ernähren. So, wir sind bei 10, 10, 9. Sehr schön. Wie gesagt, ich hoffe jetzt, dass es wirklich nur noch diese zwei Hühner sind. In 10, 10. Oh, ich habe keine Seeds mehr drin. Das heißt, ich kann jetzt schon mal die auf 60 machen. Das heißt, das Huhn ist fertig und läuft. Es fehlt nur noch das hier. Und das wird jetzt hoffentlich auch schneller gehen, weil da wandern wir ja auch nach oben. Ich hoffe, so ungefähr noch so zweimal. Also bei dem noch zweimal beschleunigen. Vielleicht sogar nur noch einmal. Und beim anderen noch dreimal oder so. Dann sind wir durch. Ha. So, hier. Der oberste wandert natürlich wieder nicht mit, ne? Der, wo wichtig ist. Okay, so, Iridium und Gold. Und das meine ich jetzt gerade, ne? Achso. Ich beschleunige es aus. Verdammte Axt. Halt. Ist durch. Das war doch... Habe ich gerade gesagt, Iridium und Gold? Was habe ich rein? Pick Iron. Ich... Oh Mann, ey. So. Kann Pick Iron schon mal aufräumen. Und das Iridium-Huhn kann ich noch hinten reinmachen, bevor ich das auch noch kill. Kenn mich. So, Pick Iron läuft ja. Wir gehen mal nochmal. Ja, und deswegen kann man auch sehr viele Hühner machen. Man nicht aufpasst. So. Wahnsinn. Ich habe trotzdem nur eins bekommen. Und das meine ich jetzt gerade, ne? Also ihr seht, ihr hört es gerade. Plopp, 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 plopp. Jawohl, wir haben's. Also, das Mana Infused. Und bitte sag mir jetzt ja nicht, dass du nochmal einen brauchst. Danke. So, das Goldhuhn kann ich auch wegräumen. Und das Iridiumhuhn kann ich auch wegräumen. Ich brauche nochmal Seeds. So. Ist weg.
Alter Schwede. Also, die Hühner stehen mir auch langsam bis an die Augen. Hoffe, dass ich in der normalen Welt, wenn ich dann Hund sehe, nicht das einfach einmal killt, nur weil ich keine Hühner mehr sehen kann. Ja, aber genau. Dann jetzt mal wieder nochmal zurück zu dem Thema Packs. Ja, wie ist das? Wie ist das? Sagt ihr, ja, ich möchte Packs haben. Also wie zum Beispiel ich. Bei mir ist es jetzt auch so. Zum Beispiel GTNH ist für mich ein Pack. Das ist ein Langzeitpack. Das macht mir auch nichts aus, dass ich das ein Jahr spiele. Immer vielleicht auch mal mit Unterbrechungen. Muss man auch ehrlich sein. Wenn man sagt, okay, ich kann nicht die ganze Zeit das spielen, weil es ist halt langwierig, es ist teilweise anstrengend. Aber es macht halt auch Spaß. So, derzeit kann jetzt das Huhn da hochjochzen. Glaube, das Goldhuhn brauche ich noch. Nee, brauche ich nicht mehr. Komm, das Iridiumhuhn, heben wir auf. Das Pick Iron brauche ich nicht nochmal. Da gibt es da noch eine Farbe, die wo man gerne noch beseitigen könnte, weil ich zu viele habe. Ja, Bone Meal. Tschüss. Heißt, wir können uns jetzt um das Huhn da kümmern. Sehr schön. Genau, also wie gesagt, so ein Langzeitpack, wo man sagt, okay, das spielt man immer wieder. Oder sagt ihr, nee, ich möchte das so schnell wie möglich durchziehen. Oder zum Beispiel spielt ihr auch nur, also ich hab festgestellt, ich habe eine riesen Spielesammlung. Problem ist nur, ich spiele meistens nur Minecraft. Ist bei euch auch so? Oder geht es nur mir so? Ich habe schon gesagt, ich kaufe mir das schon wegen schon gar keine neuen Spiele mehr, weil ich sie ja sowieso nicht spiele. Night Slime, ja. Halt, ich kann aufhören, ich kann aufhören, ich kann aufhören. Night Slime. Laufen. Puh. Das heißt Manylin, Kobalt, Platinum. So, für mich kommt, wird es jetzt so sein. Platinum kommt weg, da kommt jetzt Manylin rein. Platinum wandert jetzt nach hinten. Pick Iron müsste ich eigentlich haben. Ich glaube, eine Reihe vorher. Ah, da ist es. Ich bin gerade durch. Ich bin gerade richtig durch. Also nicht nur mit den Hühnchen durch, sondern durch, durch. So, du kommst da rein. Ja, dieses Glowstone-Huhn wird durchgesiebt. Ich glaube, ich habe auch keine anderen Farbhühner mehr und das Goldhuhn brauche ich auch nicht mehr. Glaube, ich kann dann mit Gold handeln. Okay. Also, es gab auf jeden Fall schon mal in der Folge sehr viel Philosophien, sehr viele Hühner. Wie gesagt, nee, das ist abschreckend, finde ich. Also ich werde das aufteilen. Oder ich werde es aufgeteilt haben. So rum. Aber am Schluss zu sagen, ich teile es auf, bringt euch nix, gar nix, null.
So, und ich hoffe, dass ich kein Huhn mehr vergessen habe. Dass wir jetzt wirklich alle Hühner haben. Das heißt, ich werde jetzt noch die restlichen hochzüchten. Wir gehen mal noch schnell ins Lager. Auf die 2 Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr an. Genau. Die erste Festplatte ist nämlich schon voll gelaufen. So, Terra Steel haben wir noch nicht. Bitte sortier's mal nach Dinge. Void Crystal haben wir auch noch nicht. Luna haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Das da haben wir auch noch nicht. So, das ist irgendwie klar gewesen. Ich bin eigentlich hier mit meinen ganzen Ingots voll. So, dann brauche ich jetzt bitte Draw. Brauche 7 Stück. Auf 25 Stunden haben wir es runtergeschafft. Stolz. So, und ich brauche jetzt bei dir noch bitte den Chest Transporter. Und das Schöne ist, ich habe noch 7 Platz da hinten. Es sind eigentlich 9, nicht 7, wie ich auf 7 komme. Ich brauche sowieso noch ein paar mehr. Aber das Lager ist eigentlich soweit als fertig. Also es dürften alle Drawers stehen, die ich brauche. Oder die wohl sozusagen Mutterlücke hatten. Hätte jetzt gesagt, ich räume jetzt die ein. Dann kann ich noch die restlichen umstülpen, die ich hatte. Ich hoffe, dass mir nicht vorher der Transporter drauf geht. Vor allem, wenn man sich die ganze Zeit dann den verkehrt dreht. Ah, ich brauche sogar, also ich werde hier 10 brauchen und da werde ich 9 brauchen. Also 19. Nicht 7. So, und ich schätze mal, ich habe jetzt dann vor lauter Freude die genau verkehrt rum gemacht. Aluminium, Silber, Gold, Osmium, richtig. Das ist Gold. Das ist Alu. Ah, nee. Ich hätte es drauf gewartet, drauf ge Doch, ich habe jetzt wirklich drauf gewartet, dass es jetzt Klong macht. So, 19 haben wir gesagt. Hat auch gereicht. Perfekt. So, also Mana Steel kommt da rein. Wie gesagt, Menülin, da kommen noch einige dazu. So, dann habe ich jetzt das komische Zeug. Das komische Zeug kommt da auch hin. Es kommt aber hier hin. Dann haben wir als nächstes das. Okay. Kommt hier hin. Das Lustige ist, bin der Meinung, dass das eigentlich das Zeug ist, das man ziemlich am Anfang hat. Bei den Hühnern ganz am Schluss kommt. Ist das nicht so? Oder verwechsel ich das gerade von einem anderen Mod? So, Lunar Reactive Dust. Kommst da rein?
Okay, so. Ich brauche jetzt bitte noch die Upgrades. Das heißt, du fehlst noch. Und ich werde jetzt erstmal nur einen reinmachen, dass ich sie alle kriege. Dich, 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 dich. War jetzt einer zu viel? Okay. Dann fehlt mir jetzt. Nein, ich will den nicht aufmachen. Haben wir alle? Du und du? Okay, da haben wir alle drin. So, Schlüssel bitte weglegen. Danke. Wir werden jetzt gleich sehen, ob ich alle habe. Ja, noch mal reinschmeißen. Das schaut gut aus. Erst die Festplatte raus, dann die rein und nochmal das Spiel. So, Basaltrot ist nochmal, dann haben wir noch den Blitzrot, dann haben wir noch den Blissrot, dann haben wir noch den Mondstein. Manylien haben wir auch noch. Iridium haben wir noch. So, als allererstes Iridium. Kommt dahin. Manillen kommt dahin. So, wenn ich schon da bin, gleich die Upgrades rein, Rucksack weg. So, Bliss ist einer. Mond ist einer. Der ist auch einer. Und Basalt ist auch einer. So, dann kommst du daher, 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 daher. Klack, 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 klack. Gut. Das heißt, wir haben jetzt alles drin. Wir haben jetzt die ganzen Sachen freigeräumt, hoffe ich. Können wir die Festplatten auch reinbauen. Und dann sind wir jetzt endlich mit den Hühnern und mit dem Einräumen fertig. Dann können wir uns das nächste Mal jetzt dann um die Felder komplett kümmern und um den Maschinenpark. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall für das lange Durchhalten oder für das zweimal lange Durchhalten. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.